So. Back in action. Genau. Ich werde jetzt gleich mal ein Expeditionsteam dann losschicken, dass wir Winterheim offenlegen. Es bringt Einnahmen, das ist korrekt. Ein bisschen. Deshalb gibt es ja inzwischen auch Twitch-Werbung bei mir. Was einfach sein muss, weil ich kann nicht drauf verzichten. Ich, muss diesen maroden Laden, damit meine ich generell so, wie ich arbeite, nämlich total unwirtschaftlich, ein bisschen umformen. Jetzt die nächsten Monate. Sonst mache ich meine Steuerberaterin, meine Mutter, nämlich unglücklich. Die Hot Spring Station. Erhöht die Erkundungsgeschwindigkeit. Leben ist auch teuer. Gebe ich dir recht. Sind wir noch unschlüssig, das wird schon hinhauen. Ey, du hast schon einen kostenlosen Discord-Server-Umgestaltung und Musik von mir bekommen. Was soll das denn jetzt heißen, Black Ken? Hallo HZ1, Alter. Kommt aber spät dafür, was du gesagt hast, dass du bei mir im Stream reingucken willst. Vor eineinhalb Stunden. So, da sind noch mehr Materialien. Grab eines Forschers. Ein Steinhügel ragt am Horizont auf. Er dient sowohl als Lager als auch als Grab. Wir glauben, der Kern im Inneren wurde für Bedürftige in Not hinterlassen und nicht für die Reise des Forschers im Jenseits. Einige der Späher scheuen sich davor, die Steine abzutragen. Andere weisen darauf hin, dass wir den Kern mitnehmen und den Steinhügel danach wieder aufbauen können. Wir nehmen den Kern mit. So, IEG-Lager. Neben einer kleinen Feldspalte sieht das Lager aus Stahl mit zugerosteten Türen und den Buchstaben IEG. Unsere Späher konnten sich einen Weg hineinbahnen und haben einen Vorrat an Kern- und Turmpumpen gefunden, die einst zum Generatorbau dienten. Nehmen wir natürlich auch mit. Hoch über den verschneiten Teil thront ein prunkvolles Anwesen mit dem Ballsaal aus Marmor und einem Thermalbad. Statt der Bibliothek und der Sammlung berühmter Gemälde bestaunten unsere Späher Pelzmäntel, Filzgeräte, silberne Häutemesser und Lederbearbeitungswerkzeuge. Sie wollten die Stiefel und Mäntel mitnehmen, aber der Kommandant war dagegen. Wir sollten diese Musterstücke und Werkzeuge nutzen, um eine Fabrik nach dem Vorbild der alten Welt zu bauen. Dann trägt bald jeder in Neu-London einen Pelzmantel und wasserdichte Stiefel. sich Waren. Das ist gerade mal die Menge von einem Industriegebiet. Will ich das Ding andocke. An unser Netzwerk. Hm.
Einige Arbeiter sind durch die Konkurrenzsituation, die sich durch Effizienzboni ergibt, entmutigt. Arbeite mehr oder du kriegst nichts. Arbeite härter oder du kriegst nichts. Arbeite schneller oder du kriegst nichts. Was hat mein Einkommen mit der wahnsinnigen Effizienz eines Verrückten zu tun? Der hat wortwörtlich Spitzhacken als Hände. Da kann ich schlicht und einfach nicht mithalten. Das ist unmöglich. Wir sollten zusammenhalten und nicht miteinander konkurrieren. Dämliche Stadt. Ich sage übrigens, dass er dämlich ist. Wir sind alle schlau. Junges Blut, experimentelle Behandlung. Oberhaupt, ein junger Arzt namens Doc Hauser ist mit einer Beschwerde uns herangetreten. Der Chefarzt meiner Klinik hat schon seit Monaten keine neuen Behandlungsmethoden mehr entwickelt. Und was noch viel schlimmer ist, wenn ich selbst einen vorschlage, zögert er das Ganze ständig mit weiteren Analysen hinaus. Alles, während unsere Patienten und Patienten immer schwächer werden. Hauser möchte, dass der Chefarzt mit Verweis auf das Gesetz experimentelle Behandlungen ersetzt wird. Und Hauser selbst dann... Von Hauser selbst natürlich. Dann ersetzen wir halt den Chefarzt. Wir haben den leitenden Arzt ersetzt, schon gehört. Pyrochemischer Ölförderer. 750 Ölproduktion. Radikale Idee. Gleich wächst unsere Bevölkerung wieder. Ich war doch gerade pinkeln, du kannst jetzt nicht sagen, dass ich schon wieder Wassermarsch machen soll. Lieber Twitch-Stream. Meine Güte, ja, jetzt schreibt ihr alle Wassermarsch, weil es so lustig ist. Haha. Ja, da waren 75.000 Lebensmittel noch. Das Gebiet, was kartografiert wird. Ja. Schiffswracklager. Siedlungsbevölkerung ca. 5000 Menschen. Kaputte Ketten hängen vom Seitendeck eines zerstörten Gefängnisschiffes. Das Lager wurde von entflohenen Sträflingen gegründet, die allen Menschen Gleichheit versprachen. Mit der Zeit bilden sich rivalisierende Banden, die nun um die Macht kämpfen. Laut unseren Spähern herrscht in der Siedlung das reinste Chaos. Mit verschiedenen Gesetzen und Praktiken hinter jedem Schott. Bis es hier eine klare Autorität gibt, können wir mit dem Wrack nichts anfangen. Eine Barriere aus Rumpffässern schützt den Höhleneingang. Im Inneren verkaufen Bedienstete in Ketten alles von gestohlenen Jacken bis hin zu Sonnendrogen. Im hinteren Teil des Marktes werden die Bediensteten selbst behandelt.
selbst gehandelt. Unsere Späher erhielten eine Nachricht an das Oberhaupt der Stadt Neu-London. Ich habe all meine Bediensteten vor dem sicheren Tod in der verseuchten Bilge des Schiffswracklagers gerettet. Schickt uns Waffenmaterialien, damit wir ins Schiffswrack selbst expandieren können. Der Baron. Später. Netter Baron, einfach mal einen Sklavenhandel aufgemacht. Das sind wahrscheinlich die Harkonnen der Eiswüste. So, das Ding ist gleich leer. Habe keine Kriminalität und keine Spannungsprobleme in der Stadt mit mindestens schieß mich tot Einwohner. Wahrscheinlich 30.000. Nö, ein Gesetz mache ich nicht, aber forschen können wir. Befehlen Wachtürmen, ihre Ressourcen von der Bekämpfung der Kleinkriminalität abzuziehen. Stattdessen sollen sie spezialisierte Wachtrupps einsetzen, die Unruhen unterdrücken. ...67 benötigt. The eyes have it. Mehr Maßnahmen, falls es eines Tages mal Radikale geben wird, aber es geht den Leuten einfach viel zu gut. Attention, citizens. A new law is in effect. Der wandelt Öl um. Das will ich ja nicht. Kohleverflüssiger. Maschine. Danke, Bahnechsen. Die Brille drückt ein bisschen. Die hat keinen Gummiring. Oberhaupt Duck Hauser, der Arzt, den du kürzlich zum Chefarzt verholfen hast, hat stolz verkündet, dass seine Klinik ein neues Heilmittel für die Schwindsucht entdeckt haben. Hauser verabreicht seinen Patienten und Patientinnen das Extrakt eines speziellen Schimmelpilzes und die überwiegende Mehrheit ist genesen. Bald wird die ganze Stadt diese Methode anwenden.
Hallo, das sind einfache Maßnahmen des Captains. So, dann ist das in die Richtung, glaube ich, auch schon fast komplett abgeschlossen. Und hier sollen die Leute versteckt sein von der Siedlung. Ne, das machen wir später wieder kommen. Was war hier noch? Da müssen wir das Hot Spring finden. Dreadnought-Überreste, der Fluch von Winterheim. Ein uralter leerer Dreadnought-Rumpf thront über der Schneedecke. Unsere Späher sind auf ein paar Leute gestoßen, die in Behausungen auf der Leeseite leben. Und behaupten, die mächtige Maschine sei schon leer gewesen, als sie dort ankam. Sie wollen mit uns nach Neu-London kommen, damit sie wenigstens etwas weiter weg von den Ruinen Winterheims sind. Alle, die von dort zurückkehren, bringen einen Husten mit, der immer schlimmer wird, sagte einer der Anführer des Lagers. Ist egal, wir nehmen die trotzdem auf. Winterheim plagt eine unheilvolle Vergangenheit. Eine Reihe korrupter Anführer trieb den Generator über die Grenzen. Als endlich ein kompetenter Captain das Kommando übernahm, war eine Explosion bereits unausweichlich. Den Einwohnern blieb nichts anderes übrig, als in den nahegelegenen Dreadnought zu flüchten und ihr Glück im Frostland zu versuchen. Gerüchten nach gibt es in den Ruinen noch wertvolle Ressourcen. Aber unsere Späher fürchten die Giftgase, die aus den Bodenspalten entweichen, und die Geister, die des Nachts dort heulen. Wir könnten eine Lawine auslösen, um ein paar der Spalten abzudecken und das Tal so ein wenig einladender zu machen, dabei würden wir allerdings auch die technologischen Wurzeln der Stadt für immer begraben. Wenn wir stattdessen lieber an den Unterbau des zerstörten Generators gelangen und die darin enthaltenen Kerne bergen wollen, müssen wir die letzten Ruinen abreißen und die Erde noch weiter aufbrechen. Sobald unsere Kolonisten ankommen, müssen wir uns entscheiden. Wir müssen ja generell mit den Dingen arbeiten, also alles gut. So, wir wollen jetzt aber mal Tesla City aktivieren, weil ich habe ein paar Forschungen am Laufen. Und ich habe noch ein paar zu tun, um die Leute zufriedenzustellen. Verdoppelt das grundlegende Forschungstempo.
Oh, Speichern dauert inzwischen richtig lange. Performance nicht gut. Performance machen Dingsbums. Vor allem diese ganzen Sachen auch immer wieder zu finden, ne? So, das hatten wir erforscht. Holzmeiler, Nomaden, mögliche Siedlung. Ein großes Sägewerk mit Meiler, mit dem eine Gruppe Nomaden aus gefrorenem Holz Öl herstellt. Unsere Ingenieure glauben, wir könnten die Effizienz der Maschinen deutlich erhöhen. Wenn wir mit diesen Nomaden ins Gespräch treten könnten, könnten wir die Maschinen miteinander teilen und ihnen dafür ein paar unserer Vorräte anbieten. Oder wir holen uns die Maschinen mit Gewalt. Bringen wir gewaltsam unter Kontrolle. Wir müssen jetzt auch eine positive Beziehung mit diesen Leuten aufbauen. Dieser Ort wird von dunklen Schatten bewacht, die sich beim Näherkommen als Nomaden herausstellen. Klirrende und knirschende Geräusche hallen über das Eis. In der Ferne können wir die Öffnungen zu Eishöhlen ausmachen. In manchen Nächten hören wir auch heftiges Geschrei. Aber noch schlimmer sind die Nächte, in denen alles unheimlich still ist. Die Wachposten der Nomaden haben uns zu verstehen gegeben, dass wir uns nicht nähern sollen. Wir können nur zuhören und uns fragen, was dort vor sich geht. So. Kammlinie aufbauen. Hot Springs. Die 10 Menschen hier haben tiefe Ehrfurcht vor der natürlichen Quelle, die ihrem Glauben nach jedes Leid heilen kann. Ihre schlichten Gewächshäuser und unterirdische Behausungen sichern gerade so ihr Überleben, weshalb sie weder Verschwendung noch Schwäche dulden. Sie sind fremd gegenüber skeptisch, aber vielleicht können wir sie davon überzeugen oder zwingen, unsere Kranken in der Quelle heilen zu lassen. Angezogen von mehreren kleinen Hügeln unter einer Klippe stießen unsere Späher auf hunderte Kinderskelette. Eine Spur auf der Klippe führte zu Hot Springs. Wir können nur vermuten, dass Hot Springs schon seine Gründe dafür hatte. Vielleicht können wir die Kinder, die sie nicht versorgen können, in Neu-London aufnehmen. Ich weiß, was das ist. Nur die Starken können überleben. Das sind die Spartaner der Frostlanden. Dieses Kind ist schwach. Wir müssen es den Berg runterschleudern. Natürlicher Fehler, Wachenimmunität. Oberhaupt, kürzlich starben 12 Unbeteiligte aufgrund eines Versuchs, den Diebstahl wichtiger Maschinen aus einer Produktionsanlage zu verhindern. Eine Wache, die für ihre brutalen, aber effektiven Methoden bekannt ist, versah die Maschinen mit Sprengstoff, um die nächtlichen Diebe damit zu erwischen. Leider kam zuerst die Wartungsmannschaft bei den Maschinen an und wurde in die Luft gesprengt. Daraufhin ließen die Wegweiser noch einmal ihre Forderungen verlauten, Wachen zumindest für unachtsame Tode zur Rechenschaft zu ziehen. Nein, die Wachen dürfen tun, was sie wollen. Wache nach Tod Unschuldiger freigesprochen. Man könnte sagen, Gott will es so. Oder auch nicht.
Unschuldig ist ein dehnbarer Begriff. Vielleicht waren die Wartungsmannschaft. Waren die Diebe. Die Musik ist an, aber es gibt zurzeit keine Musik. Unser Wachstum der Stadt ist zu schnell. Die Kerne werden beim Abreißen zurückerstattet. DJ Schill. Du musst aber die Gebäude einzeln im Bezirk abreißen und danach den Bezirk. Wie zum Beispiel hier. Fortschritt chemisches Gewächshaus hat einen Kern drin. Wenn ich ihn hier abreiße, bekomme ich einen Kern zurück. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob du den Kern zurückbekommst, wenn du alles abreißt. Es steht da halt nicht drin. Was halt ein bisschen komisch ist. Deshalb, ich hab's nicht ausprobiert. Kann auch sein, dass wenn du den Bezirk abreißt, die Kerne auch zurückbekommst. Aber ich hab's halt nicht getestet. Ich glaube, hier ist am meisten noch drin. Schick mal Leute noch rüber. Wir werden uns um diese Schlawiner kümmern. So, als nächstes erforsche den Vergnügungskomplex.
Freizeitanlage, die von der Stadt subventioniert wird und wo Arbeitskräfte sich ausruhen und von ihren Strapazen erholen können. So ein Unsinn. Wer braucht schon sowas? Der angetriebene Wärmeverteiler finde ich richtig schlecht. Den kannst du überall reinbauen und der reduziert halt den Wärmebedarf um 40, ja. Aber er kostet halt 200 Arbeitskräfte und du kannst ja schon von Anfang an das Wärmezentrum bauen. Okay, der Wärmeverteiler verbraucht keine Materialien dafür, aber es ist halt... Ach, lieber Material verbrauchen anstatt sowas dann. Verdammt, ich hätte gar keine Leute holen müssen. Wir hätten das alles über die Automatonfabrik machen können. Weil Öl haben wir ja so oder so hier. Newcomer outsiders, be reminded. To maintain your residency rights, you must... Der Abstieg als Teil von Windheim wird eine neue Herausforderung. Wir müssen Ressourcen, Arbeitskraft und Aufmerksamkeit von Neu-London nach Windheim verlagern. Das hört sich irgendwie an, als wenn ich dann nur darum hantieren darf. Dr. Urf. Gute Nacht, Sub-Zero. Überhaupt, eine radikale Gruppe der Glaubenshüter hat einen Vorschlag geäußert. Sie sprechen sich dafür aus, dass die führenden Mitglieder der Wegweiser mit den anderen Kolonisten nach Winterheim entsendet werden. Die Wegweiser haben in Neu-London Zwietracht gesät, sagt ein Mitglied der Glaubenshüter. Die überzeugendsten unter ihnen sollen mit den anderen Winterheim-Kolonisten losziehen. Sobald sie weg sind, werden die Proteste in Neu-London verebben. Nein, es wird ausgeglichen besiedelt. Wie doof ist das denn? Jetzt habe ich... Ich bin zu spät losgerannt. Erkundungskosten sinken. Weil er plötzlich natürlich eine Zeit hatte. Moment, da müssen wir einfach nur... Das ist ein paar Wochen zurück, aber wir müssen es mal eben machen, weil sonst schaffe ich das nicht in der Zeit. Ein Stück zurück. Kannst du Sklavereien einfügen? Nein, bestimmt nicht. Weißt du warum?
weil das ein Familienspiel ist. Wollen wir kurz auch so anschauen, ob ich im Hintergrund irgendwas noch laufen habe. So. Anbieten, die Kinder zu übernehmen. Genau, baue hier die Automatonfabrik. Unsere Abstimmung nochmal für produktive Fremde. The proposed law has been approved. Das war der tödliche Fehler, aber Wachenimmunität behalten wir. Attention, citizens. Dieselben Probleme, die wir vorhin auch hatten. So, den Fischlaster. Danke, Skiert, für dein Prime-Sub. Vielen Dank. Wir teilen die Maschinen hier. Dann kriegen wir 70 Öl von denen. So, wir können in die Eishöhlen vordringen, wenn wir wollen. Das war ja die Geschichte, weil ich habe mich halt mit den anderen vernünftig gestellt, die Nomaden, und deshalb lassen sie mich hier in die Höhle rein. Die Nomaden luden unsere Speer in ihre Heime ein. Sie waren wortkack, aber unsere Speer fanden heraus, dass in den Höhlen verschiedene Gruppen Nahrungsmittel und Vorräte tauschen. Sie waren beeindruckt von der Effizienz, mit der die Nomaden... Wir waren beeindruckt von der Effizienz, mit der die Nomaden Öl für die Beleuchtung und zum Heizen benutzen. Die Ältesten der Nomaden schenkten ihnen Skizzen ihrer Ölheizung, ihre einfachste Technologie, aber fortschrittlicher als alles, was wir in unseren Häusern, in unseren Häusern haben. Die Kälte sinkt. Wir hätten hier einfach mal einen Timer richtig dran setzen sollen. Anstatt dass man dann mit einem Hover drüber muss. So, 7 Wochen, das passt alles.
Und danach können wir die erweitern. Rüber zur alten Dreadnought. Reißt das Gebäude mal ab. Wir haben 1000 mehr Arbeitskräfte. Durch die werden die eigentlich so auch angezeigt. 1400. Ja, Automatonfabrik. 1359 Arbeitskräfte. Es sind 500 Werbemarken zwar, aber es sind 750 Öl, die daraus produziert werden. Das ist einfach so ein Boost für die Ölproduktion. Was ist los? Gegner, Gender, Prominente, Prominente. Wegweiser verschwinden, zunehmende Spannungen. Oberhaupt, ein Prominenzmitglied der Wegweiser ist verschwunden. Er hat seit Tagen behauptet, seltsame Männer würden ihn verfolgen, aber ich dachte, der alte Narr wäre nur paranoid, sagte seine Sekretärin. Die Wegweiser weisen darauf hin, dass in letzter Zeit auch unbekanntere Fraktionsmitglieder verschwunden sind. Die Wachen ignorieren das Problem. Wir lassen uns nicht wie Bürger zweiter Klasse behandeln, sagte ein Ratsmitglied. Was sollen wir tun? Wir lassen eine Untersuchung veranlassen. Sherlock Bones wird herausfinden, was sich hier zugetragen hat. Oder irgendjemand anders. So, jetzt der Vergnügungskomplex. 7 Wochen, 16 Wochen habt ihr Zeit. Oder hier unten, Pass der Erläuterung wird angezeigt. Warum darf ich nicht hier draufklicken und komme direkt zum Pass der Erläuterung? Ekelerregend. Oder hier oben die 2. Warum darf ich da nicht einfach draufklicken und dahin? Alles deutet darauf hin, dass die Siedlung bis vor kurzem noch bewohnt war. Die Speisekammer ist leer, aber die meisten Kleidungsstücke und persönliche Gegenstände wurden zurückgelassen. Wir fanden einige Blutflecken im Schnee, aber keine Leichen. Eine Speerin fand unter dem Kamm, unter dem Kamin des Rathauses einen Kern, der noch zu retten war. Und hat sich dadurch zusätzliche Rationen verdient. Die Gebäude selbst bestehen aus nützlichen Komponenten. Wenn wir die Leute entbehren könnten, können wir sie zerlegen. Da ist nochmal Nahrung, Rentiere. Ob ich's... Ich habe das erst kartografiert. Ah, nee. Also doch. Man muss kolonisieren nochmal drücken. Ist ja nicht so, dass ich schon gesagt habe, ich will kolonisieren.
Die Windheim-Expedition hat die verfluchte Stadt erreicht. Wir könnten die Kerne unter den Ruinen nutzen, um den Generator von Neu-London zu verbessern und eine Wärme zu erreichen, von der wir bislang nicht einmal geträumt haben. Um an die Kerne zu gelangen, müssen wir die Ruinen abreißen, die Erde aufbrechen und die begrabenen Kerne schnell bergen, bevor die Toxizität in Windheim für immer unbewohnbar macht. Wir könnten aber auch die giftigen Spalten versiegen und den Großteil der Kerne für immer begraben. Wir könnten eine Lawine loslassen, um die Risse zu verschließen und dann die restlichen Öffnungen schnell manuell dicht machen. Danach können wir an dieser Stelle eine neue Stadt errichten und als Ausgangspunkt für unsere Expansion nutzen. Wir werden die Kerne bergen. Dramatik. Kerne aus den Ruinen von Windheim zu gewinnen, ist ein gefährliches Unterfangen. Das Gas wird sich mit der Zeit immer stärker konzentrieren, da die giftigen Risse nun vollständig freiliegen. Wenn wir Verluste minimieren wollen, sollten wir so schnell wie möglich Eis brechen und die Kerne bergen. Oh, schnelles Eisbrechen und sicheres Eisbrechen. Sicheres Eisbrechen braucht 400 Fertigbauteile. Ich wusste, dass irgendwann Fertigbauteile einfach explodieren werden. Da haben wir übrigens einen Bug, von dem ich auch schon gehört habe, dass hier oben das Interface sich verschiebt ab Kapitel 4. Und das kann sein, dass ich das jetzt nicht mehr wegkriege. Ist nicht schlimm, da muss man halt immer oben gucken, ob man gerade genug hat. Tja, Bugkontrolle ist auch bei solchen Spielen nicht mehr so gut. So. Jetzt ist es wieder richtig. Wir siedeln mal ein paar Freiwillige um.
Wir müssen unsere Luftwege verbessern. Oberhaupt, du hast uns konsequent in Richtung Fortschritt geführt. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, sich ihr hinzugeben und eine Gesellschaft zu schaffen, in der Maschinen das Lebensblut der Stadt sind. Die Menschen werden sie bereitwillig akzeptieren. Du musst nur den ersten Schritt tun. Herrschaft der Automatone. Wir strukturieren die Stadt so um, dass automatische Maschinen den Großteil der Arbeit erledigen können. Um die Produktion weiter zu steigern, kann das Oberhaupt Automatone in der Stadt ausschwärmen lassen. Mächtiges Werkzeug zur Senkung des Elends. Den Schwarm loslassen. Eine andere Antwort ist bereits erforscht. Das stimmt überhaupt nicht. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass zurzeit generell eine Forschung noch läuft. Schnelles Eisbrechen schadet Arbeitskräften. Oberhaupt, als sich unsere Eisbrecherteams den Schluchten von Winterheim näherten, schien es, als würden wir auf den wahrhaftigen Schlund der Hölle zugehen. Dem aufreißenden Boden entstiegen giftige Dämpfe, welche sogar unter freiem Himmel zu Atemnot führten. Viele Menschen haben heute gelitten und fast den Tod gefunden. Ein zweiter Versuch werde nicht zu überleben. Automatisiertes Eisbrechen. Tut mir leid, wir müssen die Quarzgießerei noch erforschen. Dass hier sogar kohlende Adern sind. Wir verzeihen dir, dass du das dir noch nicht, dass du die noch erforschen musst. Winterheim. Eine richtige, Backstadt. Denkt Spannung. Stupid.
Oberhaupt, wenn unsere Wachen die Stadt auf der Suche nach dem vermissten Mitglied der Wegweiser durchkämmt haben, hat der Chef der Geheimpolizei um ein Gespräch gebeten. Wir haben eine nette Show abgezogen, aber es wird Zeit, die Untersuchung zu beenden. Man wird die Leute nie finden. Wir sind schließlich Profis, erklärte der Mann, der sich weder setzen noch seinen Trenchcoat ablegen wollte. Keine Sorge, Oberhaupt. Sie waschen ihre Hände in Unschuld und überlassen uns, was wir am besten können, die Stadt vor gefährlichen Dissidenten schützen. Können wir nicht machen, ansonsten werden die radikalisiert. So, schickt mal Material nach Neu-London. Da ist auch nochmal eine Materialmine. Ein Sklaven. Treiberlager. Im Laufe der Jahre sind hier einige Späher verschwunden. Wir haben es endlich geschafft, ihre Spuren zu diesem eingefriedeten Lager, augenscheinlich eine Art Sklavenlager, zu folgen. Wenn wir unsere Wachen aussenden, können wir uns mit um die Sklaventreiber kümmern und ein paar der Gefangenen befreien. Unsere Späher würden sich sicherer fühlen. Ja, Teile abholen. Und da können wir die Wachen schicken. Charlotte Boucher, Kolonist, tüftelt einen Plan aus. Elende Glaubenshüter, flüstert dem Oberhaupt immerzu ihre wahnwitzigen Ideen ins Ohr und lassen unsere Stadt vor die Hunde gehen. Und jetzt mit Winterheim bringt ihr Wahn uns alle in Gefahr. Das kann so nicht weitergehen. Irgendwer muss etwas dagegen unternehmen. Wir haben es mit Reden versucht. Zeit zu handeln. Jetzt wollen die Betriebe hier sabotieren. So. Ja, es werden immer noch einige sterben. Aber was können wir machen? Wir können Essen direkt nach Winterheim schicken. Dann können wir schon mal 90 einsparen an den Produktivitätssachen. Und können so mehr Öl nachher hinschicken für Wärme. Ein vertrauter Herr, diese Rentierherde versorgt sich schon uns schon seit Jahrzehnten mit Fleisch. Wie es scheint, hat sich der Bestand in letzter Zeit wieder erholt. Dann könnt ihr von da aus auch nach Winterheim.
Nahrung schicken. Ein abgestürztes Luftschiff. Da fehlen mir gerade die Leute. Die Rentiere leben von Rentierfutter. Das weiß doch jedes Kind. So, die Materialien bitte auch. Moment, wir haben aber, glaube ich, die Möglichkeit, noch in Neu-London einen weiteren Bezirk für unsere Expeditionsdinger zu bauen. Das automatisierte Logistikzentrum. Richtig, wie im Tierpark steht da ein Automat. Hä, welche Anforderungen sind denn nicht erfüllt? Ach so, keine Materialien, die schicke ich ja jetzt gleich. Sabotage in Winterheim. Verabschiede öffentliche Hinrichtungen. Nein, wir bauen zwei Wachtürme. Ich bin im Kapitel 4, den Wiederaufbau von Winterheim. Du hast den Fortschritt zu einer deiner Grundsteine gemacht. Alle auf Anpassung ausgerichtete Gesetze und Gebäude sind nun nicht mehr mit deiner Stadt kompatibel. Solange sie existieren, werden Spannungen sehr stark steigen. Das ist natürlich richtig kacke. Das hätte man vielleicht mal beim Info-Ding mal anzeigen können vorher. Bevor ich das dann hier ausbaue. Naja. Was können wir noch verzichten? Eigentlich braucht er die auch nicht. Weil ihr könnt Waren selbst produzieren hier.
immer diese Filtrationstürme entwickeln, weil ich die jetzt nämlich in Neuland und so weiter habe ich ja diese anderen Türme. Technology, light our way.